Mega Snowboard Event auf der Simonhöhe, Gemeinde St. Urban. Zum allerersten Mal ist es den Veranstaltern gelungen, eine Europacup-Veranstaltung auf den Berg zu bringen. Bei einem Pressegespräch in der Kärntner Sparkasse Klagenfurt wurde die internationale Veranstaltung offiziell vorgestellt. Ein Sportevent der Sonderklasse, so die Veranstalter. Wir haben uns aber, glaube ich, darauf gut vorbereitet. Wir haben uns in den letzten 3 Jahren hier im FIS-Bereich, glaube ich, einen guten Namen gehabt. Deswegen war es erst möglich, dass wir uns bewerben um einen Europacup und den haben wir bekommen. Darüber ist die Freude da, aber wie gesagt, die Herausforderung steht vor uns. Wird sicher eine Herausforderung, du musst alles wie am Schnürchen rennen, da muss jeder wissen, was er tut. Aber ich glaube, mit unserem Team und mit dem OK-Team rund um Werner Schöffmann haben wir da alle Voraussetzungen, dass das gut funktionieren wird. Bei insgesamt 2 Parallelslalom-Bewerben werden am 15. und 16. Februar an die 100 Snowboarder aus 15 Nationen erwartet. Ja, wir sind riesig glücklich darüber, über diese Entwicklungen hier auf der Simonhöhe, denn es ist ganz was Besonderes, ein Europacup-Rennen zu bekommen. Als Kärntner Snowboard-Familie natürlich ganz tolle Geschichte und man muss sich schon bewusst sein, welche Auswirkungen das auch für die Region hat, für den Tourismus hat, für die Wirtschaft hat, für die Gesellschaft hat und da sind wir sehr, sehr glücklich. Da es an diesen Tagen keine Weltcup-Bewerbe gibt, sind speziell die Kärntner Topboarder wie Sabine Schöffmann, Alex Beyer, Fabian Oppmann und andere mit dabei. Ja, ist ein Wahnsinn, dass wir das jetzt da zusammengekriegt haben auf der Simonhöhe. Mit letztes Jahr haben wir 4 FIS-Rennen umgehabt schon. Da war schon ein paar Pokale gesammelt oben und ich hoffe, dass jetzt beim Europacup so weitergeht. Und das ist ein Wahnsinn, dass letztes Jahr den gesamten Europacup gewonnen. Also ist super, dass wir jetzt schon auf so einem Niveau sind in Kärnten. Echt cool. Natürlich mein Zuhause. Ich bin oben groß geworden, habe dort meine ersten Rennerfahrungen gesammelt und dass wir jetzt mal den nächsten Schritt vom FIS-Rennen international zum Europacup schaffen, ist schon was Großartiges. Sabine, wie schaut das Ganze bei dir aus? Ja, also ich freue mich auch sehr, da haben wir einen Europacup zu fahren. Ich freue mich natürlich, dass wir da sind und wir werden da voll angreifen. Wie schaut die Form aus? Ausbaufähig. Na, bei mir passt es. Also ich bin top in Form, es passt, dass die Ergebnisse waren auch okay und am Sieg steht nichts im Weg, sagen wir so. Kumpa, Europacup ganz gelegen, oder? Für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich werde versuchen, so wie im letzten Jahr, dann den Schwung von der Simonhöhe dann in die Saison wieder mitzunehmen, damit die zweite Hälfte vielleicht wieder dort anknüpft, wo ich voriges Jahr aufgehört habe. Gefahren wird laut dem aktuellen FIS-Regelwerk. Nach einer Qualifikation in 2 Läufen erfolgt ein Single-Run-Finale der Top 16 Damen und Herren. Der Start erfolgt an beiden Wertungstagen um 12.30 Uhr. Dementsprechende Vorfreude ist nicht nur bei den heimischen Athletinnen und Athleten, sondern auch bei Sponsor Kärntner Sparkasse. Die Simonhöhe kristallisiert sich immer mehr so als Snowboard-Zentrum von Kärnten und eigentlich von Österreich mit dem Europacup heraus. Und das ist natürlich für uns auch sehr, sehr wichtig, als örtliche Sparkasse für Kärnten zuständig. Snowboard Europacup am Hocheck auf der Simonhöhe, naturgemäß auch touristisch gesehen, eine mega coole Angelegenheit. Dabei geht es vor allem um die Tourismusregion Mittelkärnten. Wie gesagt, Mittelkärnten haben wir heute gehört bei der Pressekonferenz. Das war ein richtiges Zentrum für die Snowboard-Familie. Das haben wir sehr gut aufgestellt und auch die Simonhöhe in dem internationalen Snowboard-Kalender mittlerweile breit verankert. Wir haben ja gute Trainingsbedingungen. Es wird die Simonhöhe sehr oft auch von anderen nicht österreichischen Teams für Trainingstage genutzt. Und wenn wir jetzt dann auch noch die Möglichkeit haben, noch den FIS-Rennen, Europacup-Rennen zu haben auf der Simonhöhe, das freut uns natürlich sehr. Snowboard Europacup Premiere auf der Simonhöhe in Kärnten. Termin ist am 15. und 16. Februar. Die Finalläufe, Damen und Herren, beginnen an beiden Tagen um 12.30 Uhr.